An einem Ersatzblech muss eine Stufensicke in das Blech getrieben werden. Dafür verwendet man am besten einen Schlichthammer. Das Blech wird an einer scharfen Kante eines Ambosses angelegt und mit dem Schlichthammer die Sickenstufe in Richtung der Kante getrieben. Das Treiben darf nicht zu stark betrieben werden, damit die Kante nicht einreißt, weil das Material zu dünn wird. Stetige, weiche Triebschläge erzielen wesentlich mehr als kurze, feste Schläge. Durch das kontinuierliche Treiben entsteht sehr bald eine Stufe im Blech. Zwischendurch wird mit dem Glättehammer die Kante geschärft, damit das Blech nicht während der Treibarbeiten über die Kante rutscht. Danach wird weiterhin die Stufe in das Blech geklopft. Es handelt sich um eine recht flache Sicke und die Tiefe kann immer wieder einmal überprüft werden. Wenn die Tiefe der Sicke noch nicht reicht, wird nochmals mit dem Schlichthammer entlang der Sicke das Blech über die scharfe Kante getrieben. Damit die untere Kante ebenfalls geschärft werden kann, wird mit einem Metallkeil die Kante glatt getrieben. Auch hier ist es wichtig, langsam und vorsichtig vorzugehen, denn auch hier könnte bei zu viel Kraft das Blech brechen. Bei dem gezeigten Ersatzblech geht die Stufensicke um die Ecke. Auch hier wird nun das Blech an den Amboss angelegt und die Sicke in das Blech eingearbeitet. Den Verlauf der Sicke erzielt man durch immer leichtere Triebschläge. Das Ersatzblech ist nun fertig und kann am Fahrzeug eingesetzt werden.